Das wird Jennifer Garner wehtun. Eigentlich sah es lange danach aus, als könnte Jennifer Garner, 45, und Ben Affleck, 45, doch noch ein Liebes-Comeback gelingen. Doch dann reichte Jennifer im April nach knapp 12 Jahren Ehe endgültig die Scheidung ein. Ben Affleck zog anschließend aus dem Gästehaus auf dem gemeinsam bewohnten Grundstück aus. Der Oscar-Gewinner bezog ein Mietshaus. Doch so richtig glücklich war er dort nie, sagen Insider. Sucht Ben Affleck ein Haus für eine neue Familie? Nun scheint der Schauspieler und Produzent wieder mehr Stabilität in sein Leben bringen zu wollen. Gemeinsam mit seiner Freundin Lindsay Schokus, 37, wurde Affleck dabei gesehen, wie er zum Kauf stehende Häuser in Los Angeles besichtigte. Eine Maklerin steckte dem People Magazin, dass Affleck Wert legt auf ein familienfreundliches Anwesen. Ziehen Schokus und Affleck etwa zusammen und planen bereits Zuwachs? Jennifer Garner möchte, dass sich Ben neu aus der Kindererziehung raushält. Das dürfte Jennifer Garner gar nicht gefallen. Sie hat, so hört man, sehr darunter gelitten, wie schnell Affleck wieder eine neue Frau in sein Leben gelassen hat. Im Juli machte Ben seine Liebe zu der TV-Produzentin Lindsay Schokus öffentlich. Angeblich soll Garner darauf bestanden haben, dass Schokus sich nicht einmischt in die Erziehung der Kinder. Sie soll sogar von Affleck verlangt haben, dass er seine neue Freundin aus dem Leben von Violet, 11, Serafina, 8, und Samuel, 5, komplett heraushält. Ben will nahe bei seinen Kindern sein, das dürfte sich in Zukunft schwierig gestalten, wenn sich die beiden nun wirklich ein gemeinsames Liebesnest anschaffen wollen. Eines der Häuser in der engeren Wahl ist eine Villa in Santa Monica für 18,5 Millionen Dollar. Es verfügt über 8 Schlafzimmer, ein Heimkino und einen Fitnessraum. Ein anderes Haus liegt in Pacific Palisades, kostet 11,9 Millionen Dollar und hat 5 Schlafzimmer und eine Garage für 6 Autos. Beide Anwesen sind nicht weit von Jennifer Garners Haus entfernt. Offenbar will Ben weiterhin nahe bei seinen Kindern sind. Vielleicht akzeptiert Jennifer Garner dann irgendwann doch noch die neue Frau an der Seite des Ex-Gatten. Andere geschiedene Promi-Eltern haben das ja auch gut hingekriegt. Siehe Demi Moore und Bruce Willis.